Neben der Landwirtschaft und dem Handwerk hat vor allem der Bergbau jahrhundertelang das Leben in Filanders geprägt, der Kulturlandschaft ihr unverkennbares Gesicht gegeben und uns wertvolle kunst- und kulturhistorische Zeugnisse einer ehemals hohen Bergbaukultur hinterlassen. Der Erzabbau in den Bergbaurevieren auf der Alm, Seebergalm, Kaltwasser, Dreikirchen und Nocken, vor allem aber im Hauptabbaugebiet am Pfunderer Berg Rotlan, hatte bis ins 20. Jahrhundert großen Anteil an der wirtschaftlich-soziokulturellen Entwicklung des Filanderer Raums. Die Abbaugebiete der Silber-, Blei-, Kupfer- und zinkhaltigen Erze reichen von der Seebergalm auf 2052 Metern Meereshöhe bis zum Tinnebach im Tal auf 650 Metern. Sie zählen zu den ältesten Erzrevieren des Alpenburgens und Alttirols. Die Anfänge liegen weit zurück in dunkler prähistorischer Zeit. Zeugnisse dieses uralten Bergbaus fand der Archäologe Günther Niederwanger aus Bozen rund um die Seebergseen. Im Gebiet dieser herrlich gelegenen, sagenumwobenen Bergseen konnten ein kultischer Brandopferplatz und ein bronzezeitlicher Kupferschmelzplatz entdeckt werden. Die ans Tageslicht gebrachten Funde der Grabungen, Keramiken, Silex, Schlacken, Reibsteine und Teile von Schmelzöfen ermöglichten eine klare Datierung von 1200 bis 1300 vor Christus. Na ja. Ah ja, schade, das ist ganz. Ja. Da sieht man ja das Erz drin. Ist. Ja. Eine Wanderung über die weiten Hochflächen der Filanderer Alm mit ihrer herrlichen Rundsicht, der Übergang am Toten zu diesen urzeitlichen Plätzen und zum späteren Erzrevier bei den drei Seen auf der Seebergalm zählen zu den schönsten alpin-naturkundlich-historischen Erlebnissen. Besonders reizvoll ist im Winter eine Schneeschuhwanderung über die verschneiten Hänge zu diesen Fundstätten. Die faszinierende Winterlandschaft und die atemberaubend schöne Rundsicht auf die umliegende Bergwelt kann nicht vergessen machen, unter welch harten Bedingungen die Bergknappen vor allem im Winter in dieser Gegend mit Unterbrechungen vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert nach Erzen geschürft haben. Im Archäologiemuseum in Bozen werden die vom Archäologen Günther Niederwanger am Seeberg gemachten Funde gezeigt. Keramik, Werkzeug, Schlacken und Reste von Schmelztiegeln. Zu sehen ist auch ein vorgeschichtlicher Schmelzofen zur Verhüttung der Erze. Ein von unserem Museumsmitglied Konrad Gasser im Tinnebach gefundenes endbronzezeitliches Lappenbeil aus dem 12. bis 11. Jahrhundert vor Christus ist ebenfalls dort zu bewundern. Es ist ein äußerst wertvolles Zeugnis vorgeschichtlicher Bergbautätigkeit in dieser Gegend. Da im Bereich Pfundererberg-Rotlan, Dreikirchen und Kaltwasser die Hauptlagerstätte des Erzreviers
auf der dem Norden zugeneigten Bergflanke liegt, entwickelte sich dort vermutlich schon im Altertum, sicher aber im Mittelalter, eine rege bis zum 20. Jahrhundert andauernde Abbautätigkeit nach Blei, Silber, Kupfer und zinkhaltigen Erzen. Die hydrothermalen Erzgänge traten im Diorit, auch Clausenit genannt, im angrenzenden feldspatreichen Gneis bzw. hornfeldartigen Kontaktgestein, als Feldstein bezeichnet, und im Quarzphyllit auf. Für die Tiroler Bergbaugeschichte wichtige Urkunden aus den Jahren 1142 und 1177, die im Augustinerkloster Neustift aufbewahrt sind, sprechen von einem Silberbergwerk von Philanders. Sie stellen das älteste Dokument der jahrhundertelangen bedeutenden Bergbautätigkeit des historischen Tirols dar. Es handelt sich um eine Schenkungsurkunde, in der Graf Arnold von Greifenstein und seine Gemahlin Adelheid den Mons Argenti, dem neu gegründeten Kloster, überschreiben. Bei Wanderungen in dieser Gegend stößt man heute noch auf große Abraumhalden, alte Mundlöcher, im Wald auf verfallene Gebäude, Scheidestuben, verfallene Zeugschmieden, alte Bremsberge, einen Pulverturm, Erzkästen, Erzwege und Grenzsteine aus dem Jahr 1547. Historisch wertvolle Kulturgüter aus dieser langen Bergbauzeit sind auch das in einer romantischen Waldlichtung stehende Bergknappenkirchlein St. Anna, der Ansitz Seebeck in Klausen, wo das Berggericht untergebracht war, und die Benediktinerinnenabtei Säben. Das Kloster wurde von Pfarrer Matthias Jenner, der auch Gewerke war, vom Erlös aus dem Bergbau im 17. Jahrhundert errichtet. Der bedeutendste Beweis harter Bergknappenarbeit ist aber das untertage kilometerlange Stollenlabyrinth mit seinem ineinandergreifenden Streckennetz, das am Funderer Berg von der Fundgrube auf 1410 Metern bis zum untersten Stollen einen Höhenunterschied von 570 Metern aufweist. So arbeiteten die Bergknappen im Mittelalter im Stollen, bekleidet mit dem typischen Wams, der Gugelkapuze und dem ledernen Hinternschurz, Arschleder genannt. Sie transportierten das mit Schlägel und Eisen aus dem Gestein gehauene Erz in sogenannten Hunten aus den Stollen ans Tageslicht. Die Arbeitsleistung lag, wie Aufzeichnungen belegen, in einem Jahr bei achtstündiger Tagesarbeit im Durchschnitt bei 8,27 Metern im Feldgestein und 12,04 Metern im Diorit. Bei den Scheidestuben arbeiteten die Erzscheiderinnen. Frauen durften nach einer alten Tradition im Tiroler Bergbau nur außerhalb der Stollen mitarbeiten. Jahrhundertelang wurde das Erz vom Funderer Berg mit Pferdeschlitten und Fuhrwerken über den Erzweg zur Frag nach Klausen ins Tal gebracht. Später wurde es über den Bremsweg ins Tinnetal transportiert. Dort war ein Poch- und Quetschwerk. Das aufgearbeitete Erz wurde dann zu den Schmelzhütten gefahren. Zur Blütezeit des Bergbaus am Funderer Berg waren viele Gewerken, also Bergbauunternehmer, tätig. Sie kamen vorwiegend aus dem Tiroler Raum, aber auch aus Augsburg. In einem nach Norden abfallenden Graben im Rosstal finden wir heute noch die Mundlöcher und Stollen der Fugger, den Georg-, Matthias- und Martinsstollen. Das mächtige Geschlecht der Fugger drückte im 16. Jahrhundert dem Bergbau seinen Stempel auf. Die Fugger gründeten den Berghandel zu Klausen.
Heute können diese alte Stollen nur von erfahrenen, alpinistisch fähigen Personen befahren werden. Im Inneren erschließt sich dem Besucher eine geheimnisvolle Welt. Im Laufe der Jahrhunderte bildeten sich durch eindringendes Wasser und chemische Reaktionen farbenprächtige Versinterungen aus Calciumcarbonat und Erzen, Grubenperlen, Stalagmiten und Stalaktiten. Ein großartiges Schauspiel bunter Farben und großer Formenvielfalt. Wir wollten ein Stück der wechselvollen Geschichte und der Bergbaukultur von Philanders aufarbeiten, vielen zugänglich machen und Interessierten einen Einblick in unser historisch, geologisch und montangeologisch einmaliges Erzrevier bieten. Schon vor Jahren hatten Philanderer Burschen sich diese Aufgabe gestellt. In jahrelanger, uneigennütziger Arbeit haben sie Großartiges geleistet. Sie gründeten einen Museumsverein, erkundeten und erfassten das gesamte Stollennetz, sammelten Dokumente und Unterlagen und erstellten neue Grubenkarten. Vielfach in harter Handarbeit, aber auch mit Maschinen, entfernten sie Geröll und Felsbrocken aus dem teils verschütteten Elisabeth- und Lorenzstollen. Sie sicherten diese Stollen, Zechen und Schächte fachmännisch ab, installierten eine Beleuchtung, legten Zufahrten und Wege an und schufen damit zwei Besucherstollen. Vor dem Mundloch wurde ein Blockhaus mit Lager- und Aufenthaltsräumen errichtet. Dort wird auch die Ausrüstung für Stollenbefahrungen aufbewahrt. Nun öffnet sich dank dieser Leistung der Mitglieder des Museumsvereins dem Publikum eine lange Zeit verschlossene, geheimnisvolle Welt im Berginneren. Thank you.
Doch Philanders streift, entdeckt auch im Dorf Spuren der Bergknappen und Zeugnisse aus einer einst hohen Zeit des Bergbaus. Die im Jahre 1520 errichtete Pfarrkirche zum heiligen Stephan erinnert an die große wirtschaftliche Bedeutung des Bergbaus und die Wirtschaftskraft der Gewerken sowie den angesehenen Stand der Bergknappen. Ein Kirchenfenster aus dem Jahr 1525 zeigt eine kulturhistorisch bedeutende Darstellung aus dem Leben der Bergknappen mit den Bergbauheiligen St. Daniel, St. Barbara und der Mutter Gottes. Die Verbundenheit unserer Dorfgemeinschaft mit dem Bergbau früherer Zeiten kann man alljährlich bei den Prozessionen beobachten. Dabei werden Fahnen mitgetragen, die Bergknappen der Kirche stifteten. Rund um den ehemaligen Bergbau, vor allem um das Gebiet der Seebergseen, ranken sich sehr aussagekräftige Sagen. Wie der alte Grenzstein aus dem Jahr 1547 in luftiger Höhe auf Gufel reiht, lassen sie die vergangenen Zeiten aufleben, erinnern an ein Stück Geschichte des Philanderer Raumes und an ein Erbe, das es zu erhalten gilt.